Ein arterieller Gefäßstatus gliedert sich in mehrere Untersuchungsgänge. Zu Beginn steht eine klinische Untersuchung der betroffenen Extremität. Da wird neben der Inspektion vom Behaarungstyp und Nagelwachstumsverhalten die Extremität an sich klinisch begutachtet. Es wird der Puls getastet vom Leistenbereich über die Kniekehle bis hinter zum Knöchel und auch am Vorfuß. Und im Falle des Ausfalles eines Pulses wird dann das Stethoskop zu Hilfe genommen und dann hört man den ganzen Strombandbezirk auch mit dem Stethoskop ab. Der Hintergrund ist, dass Engstellen Flussturbulenzen erzeugen, die mit dem Stethoskop auch hörbar sind, und so kann man schon klinisch einschätzen, ob hier eine Engstelle, ob ein Gefäßverschluss vorhanden ist, ehe man noch die nächsten diagnostischen Schritte einleitet. Der nächste Schritt wäre dann zum Beispiel die Oszillographie. Die Oszillographie ist eine funktionsdiagnostische Untersuchung, bei der ähnlich der Blutdruckmessung Manschetten im Handgelenks- und im Fesselbereich angebracht werden. Es wird dann die Manschettenbereiche werden aufgeblasen und stufenweise der Druck abgelassen, und so kann anhand der Kurven, die so entstehen, festgestellt werden, ob irgendwo ein Versorgungsproblem auftritt, das jetzt vergleichend der rechten mit der linken unteren Extremität oder aber auch der unteren mit der oberen Extremität hier zur Darstellung gebracht werden kann. Wenn ein Problem hier festgehalten werden kann, ist der nächste Schritt, dass man eine bildgebende Untersuchung macht, wie zum Beispiel eine farbkodierte Duplexsonographie. Hier kann mit Ultraschallmethoden der arterielle Strombahnbezirk direkt untersucht werden und der Blutfluss auch visualisiert werden. Und hier können Engstellen tatsächlich dargestellt und mit Flussmessmethoden auch vermessen und kategorisiert werden. Hier können Sie dann sagen, ist die Engstelle hochgradig, nicht hochgradig, ist ein Komplettverschluss vorhanden. Und anhand dieser Information kann man dann die weiteren Therapieschritte planen, ob ein Gefäßeingriff reicht oder ob der Patient auch zum Gefäßchirurgen muss.